Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur kritischen Begleitung des Glaubensbuches der Zeugen Jehovas mit dem Titel Glücklich für immer. Gott möge dir seinen Segen beim Zusehen und darüber nachdenken schenken. Bei diesem 29. Kapitel wird es um die Frage gehen, was nach dem Tod kommt. Dabei sollst du, lieber Kursschüler, den Glauben vorgestellt bekommen, dass mit dem Tod zuerst mal alles aus ist. Und genau dieser Hoffnung hängen die allermeisten Menschen, die ohne Gott leben wollen, auch an. Sie hoffen, dass sie mit ihrem Tod nicht mehr existieren und somit auch nicht für ihre bösen Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Hitler oder aufopfernde Humanisten hätten die gleiche Zukunft, nämlich das Nichts. Die Hoffnung der Buddhisten sowie der Hindus, dass der ewige Kreislauf der Wiedergeburt durchbrochen wird und man endlich ins Nichts aufgeht. Soll dies die Bibel auch unterstützen? Natürlich nicht das mit dem Kreislauf. Oder auch dies, dass der Atheist keine Begegnung mit Gott hätte. Das natürlich nicht. Aber ist das Endresultat eben das Nichts richtig? Ob das wirklich die Lehre der Bibel ist, müsste bewiesen werden. Hier die Überschrift über diese Lektion 29, was kommt nach dem Tod? Im ersten Abschnitt soll es zuerst um den Zustand der Toten gehen, und zwar der Gläubigen als auch der ungläubigen Toten. Und die Kardinalstelle dafür ist Prediger Kapitel 9, Vers 5 mit der Aussage, die Toten wissen gar nichts. Hierzu eine kleine Einführung in das Buch des Predigers aus meinem Video Die menschliche Seele. Nun kommen wir zum Wesen der Offenbarung. Das möchte ich anhand eines Gänseblümchens deutlich machen. Bei der fortschreitenden Entfaltung des Gänseblümchens merkt der Betrachter, dass das zuerst dominante Grün von Weiß und dann von Gelb abgelöst wird. Wer sagt, dass ein Gänseblümchen wie ein kleiner Ball auf einem Stängel aussieht, hat bis zu einem gewissen Stadium des Wachstums recht. Im Verlauf wird diese Tatsache aber dann von weiteren Wahrheiten ergänzt. Wer jedoch sagt, dass das Gänseblümchen nur einem kleinen grünen Ball ähnelt, der irrt. Wir benötigen bezüglich der Offenbarung Gottes, wie auch beim Gänseblümchen, eine Zusammenschau aller gegebenen Informationen. Dann Ergänzung statt Widerspruch. In Johannes Kapitel 1, 18 heißt es, kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Der einzig gezeugte Gott, der am Busenplatz beim Vater ist, der hat über ihn Aufschluss gegeben. Und in Hebräer 1, 1 und 2 heißt es, Gott, der vor langem bei vielen Gelegenheiten und auf vielerlei Weise durch die Propheten zu unseren Vorvätern geredet hat, hat am Ende dieser Tage durch seinen Sohn zu uns geredet, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt und durch den er die Systeme der Dinge gemacht hat. Wer die Bibel zu lesen anfängt, stellt fest, dass Gott mit Elohim bezeichnet wird. Dann erfährt er, dass er Yahweh heißt. Bei weiterem Lesen findet er noch viele andere Bezeichnungen über Gott. Dazu habe ich ein Video gemacht, das Impulsvideo Nummer 20. Im Neuen Testament offenbart der Herr Jesus und dann auch seine Apostel, dass Gott mit Vater angerufen werden kann und soll. Dabei sind alle anderen Bezeichnungen für Gott nicht falsch, sondern eine Ergänzung. Diese Sichtweise möchte ich auch bezüglich des Themas die menschliche Seele vorstellen. Gedanken jetzt zum Predigerbuch.
Für die Wachtumgesellschaft ist das Buch Prediger ein Hauptzeuge für Aussagen über Seele, Geist und den Tod des Menschen. Aber hat dieses Buch selbst den Anspruch, Letztgültiges über die Dinge Auskunft zu geben, welche sich über der Sonne bzw. im Jenseits abspielen? Wie beginnt denn dieses Bibelbuch? Ich lese ab Vers 2 im ersten Kapitel. Die größte Nichtigkeit, hat der Versammler gesagt, die größte Nichtigkeit. Alles ist Nichtigkeit. Welchen Gewinn hat ein Mensch wirklich in all seiner harten Arbeit, an der er hart arbeitet, unter der Sonne? Eine Generation geht und eine Generation kommt, aber die Erde besteht sogar auf unabsehbare Zeit. Und auch die Sonne ist strahlend aufgegangen. Und die Sonne ist untergegangen und sie kommt keuchend an ihren Ort, wo sie strahlend aufgehen wird. Die Bewegung der Sonne wird von dem Betrachter so wahrgenommen, der eben unter der Sonne ist. Gottes Wort spricht hier eine Wahrheit aus, die aber nicht der ganzen Wirklichkeit entspricht. Wir sagen heute auch noch, dass die Sonne aufgeht und nicht, dass sich unsere Seite der Erdkugel zur Sonne dreht. Auch die Tatsache des Sterbens wird vom Standpunkt unter der Sonne aus gesehen. Prediger 3, Vers 18. Ich habe in meinem Herzen in Hinsicht auf die Menschensöhne gesagt, dass der wahre Gott sie auslesen wird, damit sie sehen können, dass sie an sich Tiere sind. Denn es gibt eine Zufälligkeit hinsichtlich der Menschensöhne und eine Zufälligkeit hinsichtlich des Tieres, und dieselbe Zufälligkeit trifft sie. Wie der eine stirbt, so stirbt der andere. Und sie alle haben nur einen Geist, so dass es keine Überlegenheit des Menschen gegenüber dem Tier gibt. Denn alles ist Nichtigkeit. Alle gehen an einen Ort. Sie alle sind aus dem Staub geworden und sie alle kehren zum Staub zurück. Wer ist es, der den Geist der Menschensöhne kennt? Ob er aufwärts steigt und im Geist des Tieres, ob er niederwärts zur Erde steigt. Und ich habe gesehen, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich an seinen Werken freuen sollte, denn das ist sein Teil. Denn wer wird ihn dahin bringen, das anzuschauen, was nach ihm sein wird? Von der irdisch sichtbaren Seite ist der menschliche Körper dem tierischen Körper gleich. Wenn der Geist des Menschen oder des Tieres den Körper verlässt, wird dieser zu Staub. Der Prediger bekennt aber auch, dass er nicht weiß, wohin der Geist geht. Er kann nur von der Erde aus das Leben betrachten. Deshalb auch der Ratschlag: Erfreue dich an dem, was du gearbeitet hast. Es gibt nichts Besseres. Die geistliche Komponente fehlt hier völlig. Und in Prediger 9, Abvers 9, sieh das Leben mit der Ehefrau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, die er dir gegeben hat unter der Sonne, alle Tage deiner Nichtigkeit, denn das ist dein Anteil am Leben und an deiner harten Arbeit, mit der du hart arbeitest, unter der Sonne. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tu mit all deiner Kraft, denn es gibt weder Wirken noch Planen noch Erkenntnis noch Weisheit in dem Scheol, dem Ort, wo du hingehst. Hier habe ich dreimal es in Gelb unterstrichen, unter der Sonne, und darum geht's auch. Nur von unter der Sonne aus gesehen sind Verheiratete, die sich lieben, ihr Teil im Leben. Gott über alles zu lieben, wie es auch 5. Mose 6, Vers 5 aufzeigt, wird nicht in Betracht gezogen.
Derjenige, der unter der Sonne ist, erfährt nichts vom Sheol. Die auf der Erde Lebenden sind ganz von diesem Ort getrennt. Aus dieser Perspektive gibt es folglich auch kein Wirken, Planen oder Weisheit. Unter der Sonne zu sein heißt, noch weitere Offenbarungen zu benötigen. Im Buch des Predigers findet man auch eine fortschreitende Offenbarung. Zu Anfang war es noch nicht klar, was mit dem Geist des Menschen geschieht. In Prediger 3,21 heißt es, wer ist es, der den Geist der Menschensöhne kennt, ob er aufwärts steigt und der Geist des Tieres, ob er niederwärts zur Erde steigt? Später heißt es in Prediger 12, dann kehrt der Staub zur Erde zurück, so wie er gewesen ist, und der Geist selbst kehrt zu dem wahren Gott zurück, der ihn gegeben hat. Ja. Wie gesagt, am Ende des Buchs bekommt der Prediger die Erkenntnis, dass der Geist zu Gott geht. Dabei wird deutlich, dass der Geist nicht ausgelöscht wird. Der Prediger spricht viel über das Sichtbare, den Körper, kann aber wenig über das Unsichtbare aussagen. Er muss somit, wie schon gesagt, von anderen Bibelbüchern ergänzt werden. Dabei ist es besonders wichtig, die Aussagen des Herrn Jesus und seiner Apostel als klare Offenbarung zu berücksichtigen. Von dem Herrn Jesus heißt es ja, dass er am Busenplatz Gottes war und er hat Aufschluss gegeben. Also Jesus kennt genau die Dinge, die drüben sind im Jenseits und wie das alles zusammenhängt. Im Vergleich mit der Blume sehen wir beim Prediger die äußeren Blütenblätter. Den Blütenkelch mit seinem Inhalt sehen wir hier nicht. Somit sollen wir Texte im Predigerbuch unbedingt ergänzen und nicht als abschließende Offenbarung sehen. Nun wird dir, lieber Schüler, deutlich gemacht, warum es gut ist zu wissen, dass nach dem Tod kein Bewusstsein herrscht. Der Herr Jesus sagt ja hier, das ist der zweite Abschnitt, die Wahrheit wird euch frei machen. Nun, in welchem Zusammenhang steht denn diese Aussage des Herrn Jesus? Es ist wichtig, den Zusammenhang hier zu erkennen. Denn nur wer den Zusammenhang versteht, der weiß auch, was mit der einzelnen Aussage gemeint ist. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig mein Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemals jemandes Knechte gewesen. Wie sagst du, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort keinen Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, und ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Der Herr Jesus spricht zu den Juden zweimal, dass es ein Freimachen gibt. Hier Vers 32, die Wahrheit wird euch freimachen, und in Vers 36, wenn nun der Sohn euch freimacht. Dabei geht es nicht um eine bessere Erkenntnis über den Tod, das ist hier gar nicht das Thema, und dass auch der Herr Jesus irgendwie seinen Leuten ängstliche Gedanken nehmen will, auch das ist nicht das Thema. Jesus spricht von ihrer Sünde und dass sie der Sünde Knechte sind, wie es hier in Vers 34 heißt. Die Folge dieses Knechtseins ist,
dass sie nicht im Haus bleiben. Das heißt, dass sie nicht bei Gott in seinem Reich sind. Wobei der Sohn, Vers 35, immer bleibt. In Vers 36 stellt nun der Herr Jesus sich selbst vor, dass er Menschen von der Sünde befreien und zu Söhnen Gottes machen kann. Die Wahrheit, die somit den Menschen frei macht, ist Jesus selbst. Denn er sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wichtig ist hier auch zu sehen, dass Jesus Gott als den Vater bezeichnet und das können nur Söhne Gottes sagen. Ja? Gott ist mein Vater, sagt eben ein Kind Gottes. Und wie man ein Kind Gottes wird, wird in Johannes Kapitel 1, Vers 12 und 13 schon erwähnt. Dort heißt es, so viele ihn, das ist der Herr Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und wer aus Gott geboren ist, der ist ein Kind Gottes, er ist ein Sohn Gottes und er darf somit im Haus des Vaters sein. Die Wahrheit hat ihn freigemacht. Somit ist Johannes 8, Vers 32 völlig aus dem Zusammenhang herausgerissen und von Jesus ganz anders gemeint. Obwohl grundsätzlich es stimmt, dass das Eingehen auf Wahrheit von Lüge auch befreit. Aber das hat der Herr Jesus, wie gesagt, nicht gemeint. Weiter heißt es hier im Kurs, viele Religionen lehren, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat, die nach dem Tod weiterlebt. Das lehrt die Bibel nicht. Das ist jetzt aber auch zu beweisen und nicht einfach zu behaupten. Dazu möchte ich einen längeren Abschnitt aus dem Video Die menschliche Seele vorstellen. Kommen wir zur Schöpfung. Gott erschuf unterschiedliche Arten von Leben. In 1. Mose 1, 11, da heißt es, Und Gott sprach weiter, die Erde lasse Gras hervorsprossen, samentragende Pflanzen, Fruchtbäume, die nach ihren Arten Frucht tragen, deren Samen in ihr ist auf der Erde. Und dann in Vers 24, Und Gott sprach weiter, die Erde bringe lebende Seelen nach ihren Arten hervor, Haustiere und sich regende Tiere und wildlebende Tiere der Erde nach ihrer Art, und so wurde es. Pflanzen und Tiere haben ihr Leben von Gott. Gott brachte sie ins Dasein, indem er gesprochen hat, und sie dann aus der Erde bzw. von der Erde kamen. Beide haben einen irdischen Körper, wobei Tiere im Gegensatz zu den Pflanzen auch als Seelen bezeichnet werden. Wenn diese als lebende Seelen bezeichnet werden, dann wird damit auf das natürliche Leben der Tiere hingewiesen, welches den Körper kontrolliert und steuert. Die Seele ist dafür zuständig, körperliche Bedürfnisse, Emotionen und Wünsche zu zeigen. Sie ist der Hauptunterschied zwischen Tier und Pflanze. Die Erschaffung des Menschen. Und Gott sprach weiter, Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserem Gleichnis. Und sie sollen sich untertan halten, die Fische des Meeres und die fliegenden Geschöpfe der Himmel und die Haustiere und die ganze Erde und jedes sich regende Tier, das sich auf der Erde regt. Und Jehova Gott ging daran, den Menschen aus Staub vom Erdboden zu bilden und in seine Nase den Odem des Lebens zu blasen und der Mensch wurde eine lebende Seele. Gott erschuf den Menschen auf eine völlig andere Art.
nach seiner feierlichen Erklärung, den Menschen nach seinem eigenen Bild zu machen, legte Gott Hand an. Er formte den Leib aus dem geschaffenen Erdboden und blies seinen göttlichen Odem in den Menschen. Mit dieser Handlung gab der ewige Gott etwas von sich selbst in den Menschen, was kein Tier und keine Pflanze hat. Ein Teil des Menschen, nämlich der Geist, ist direkt von Gott. Und dieser Teil geht auch wieder zu Gott zurück, so wie es der Prediger auch schreibt, Prediger 12,7. Ja. Der Odem Gottes bzw. der menschliche Geist. Neshama heißt Odem, Hauch, Atem, Geist, und dieses Wort kommt 24 Mal im Alten Testament vor und wird in der Regel benutzt, wenn es sich um eine menschliche Person handelt. Dieser Odem wird auch mit dem Geist gleichgesetzt, was man auch aus den Sprüchen 20,27 und 1. Korinther 2,11 entnehmen kann. Da heißt es in Sprüche 20, der Odem des Erdenmenschen ist die Leuchte Jehovas, die sorgfältig all die innersten Teile des Leibes durchsucht. Und in 1. Korinther 2 heißt es, denn wer unter den Menschen kennt die Dinge eines Menschen, ausgenommen der Geist des Menschen, der in ihm ist? Ebenso hat niemand die Dinge Gottes kennengelernt, ausgenommen der Geist Gottes. Also der Odem Gottes, der dem Menschen gegeben wurde, ist der Geist, der in jedem Menschen ist und zeigt sich im menschlichen Bewusstsein. Und das ist der entscheidende Unterschied zum Tier. Der Mensch kann zum Beispiel über seinen eigenen Tod nachdenken, über sein Ich, über sein Leben, über den Sinn seines Daseins. Weiter über den Geist des Menschen, da heißt es, glückselig ist der Mensch, dem Jehova Vergeltung nicht anrechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Oder die Schlachtopfer für Gott sind ein zerbrochener Geist, ein gebrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Da Jesus sagte einmal, wacht und betet unablässig, damit ihr nicht in Versuchung geratet, der Geist ist zwar voller Eifer, aber das Fleisch ist schwach. Und im Psalm 77 heißt es, ich will meines Saitenspiels gedenken in der Nacht, mit meinem Herzen will ich Besorgnis bekunden und mein Geist wird gründlich nachforschen. Und in Römer 8,16 heißt es, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist kann also moralisch handeln und dementsprechend auch deprimiert sein, also es gibt auch einen zerbrochenen Geist. Er kann gründlich nachforschen und ist die Verbindungsmöglichkeit zu Gott. Gottes Geist kommuniziert mit dem menschlichen Geist. Nun kommen wir zur Seele des Menschen. Ja, hier in 1. Mose 2,7 heißt es, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Nefesh, das heißt, die Seele kommt 757 Mal im Alten Testament vor und kann eben auch mit Lebewesen oder Person übersetzt werden. Nefesh ähnelt sehr dem Neshama, welches ja Odem heißt und den Geist des Menschen meint. Seele und Geist sind schwer voneinander zu unterscheiden. Das kann eigentlich nur das Wort Gottes, und im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 12, da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und übt Macht aus und ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, selbst bis zur Scheidung von Seele und Geist und von Gelenk und ihrem Mark und ist imstande, Gedanken und Absichten des Herzens zu beurteilen. Also Seele und Geist
sind sich somit sehr ähnlich. Nur das Wort Gottes ist imstande, Seele und Geist voneinander zu trennen oder zu unterscheiden. Ja. Dies können wir Menschen nicht durch Beobachtung oder auch nicht durch die Medizin. Wir Menschen haben nicht das geeignete Skalpell dafür. Ist der Mensch eine Seele oder hat er eine Seele? In 1. Mose 2,7 wird beschrieben, dass der Stab vom Erdboden, also der Körper, der gebildet wird, mit dem Oden des Lebens, den Gott von sich aus in den Menschen hineingeblasen hat, dass dies dann eine lebendige Seele wurde. Also so wurde der Mensch erschaffen und er wird als Ganzes, als lebendige Seele bezeichnet. Und es gibt sehr viele Bibelstellen, die zeigen, dass der Mensch als Seele auch bezeichnet wird. Ja, die Seele, die sündigt, die soll sterben in Hesekiel 18,20. Das bedeutet, der Mensch, der gesündigt hat, wird den Tod erleiden. Oder der König von Sodom sagt, gib mir die Seelen. Er meint natürlich, gib mir die Menschen. Und Lot spricht, damit meine Seele am Leben bleibe. Damit meint er, dass er selbst am Leben bleiben soll. Aber wenn der Mensch eine Seele ist, kann er dann auch eine Seele haben? In 1. Thessalonicher 5, Vers 23 wird dies so bestätigt. Da heißt es nämlich, der Gott des Friedens selbst heilige euch völlig und in jeder Hinsicht gesund. Möge der Geist sowie Seele und Leib von euch Brüdern auf untadelige Weise bewahrt werden bei der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. Also hier wird eine Dreiteilung des Menschen, des einen Menschen aufgezeigt. Die Seele wird vom Leib unterschieden. Wie man das Eiweiß vom Dotter unterscheiden kann, so unterscheidet die Bibel auch die Seele vom Leib. Im Alten Testament heißt es zum Beispiel 1. Mose 9,4, nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Also hier wird das Fleisch, also der Körper, von der Seele unterschieden. Oder auch in Matthäus 10,28 sagt der Herr Jesus, und werdet nicht furchtsam vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Leib als oder Seele als Leib in der Gehenna vernichten kann. Also hier wird auch Leib und Seele getrennt. Auch Paulus haben wir ja schon gelesen, Geist, Seele und Leib. Oder auch Johannes sagt dies, Geliebter, ich bete darum, dass es dir in allen Dingen gut geht und du gute Gesundheit hast, so wie es deiner Seele gut geht. Also der Leib soll auch gute Gesundheit haben, der Seele geht's schon gut. Nun, die Seele hat einen Willen und Empfindungen. In 5. Mose 4 heißt es, wenn ihr wirklich Jehova, deinen Gott, von dort aus sucht, dann wirst du ihn bestimmt finden. Denn du wirst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen. 5. Mose 30. Und Jehova, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden müssen, damit du Jehova, deinem Gott, liebst, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele um deines Lebens willen. Der Mensch kann mit seiner Seele nach Gott fragen, ihn lieben und dadurch sein Leben retten. Die Seele kann auch von dem allgemeinen Leben unterschieden werden, wie wir es ja in 5. Mose 30,6 auch sehen. Weiter heißt es, nun richtet euer Herz und eure Seele darauf, nach Jehova, eurem Gott, zu fragen. Oder, sondern ich schütte meine Seele vor Jehova aus. Und weiter heißt es, und es geschah, sobald er damit zu Ende war, zu Saul zu reden, dass sich Jonathans Seele mit Davids Seele verband. Und Jonathan begann, ihn zu lieben wie seine eigene Seele. Der Mensch kann seine Seele auf etwas richten, 1. Chronik 22, sie ausschütten,
sich mit einer anderen verbinden und so weiter. Dies hat alles mit dem Willen des Menschen zu tun und kann nicht einfach mit dem allgemeinen Leben erklärt werden. Der Sitz der Seele ist im Körper. In Apostelgeschichte 20, Vers 10, da sagt der Apostel Paulus über den Jüngling, der runtergefallen ist vom Fenster aus: Hört auf, Lärm zu machen, denn seine Seele ist in ihm. Dann in 1. Mose 35, 18: Und als ihre Seele ausging, weil sie starb, gab sie ihm demzufolge den Namen Bet-Oni, aber sein Vater nannte ihn Benjamin. Okay. Und 1. Korinther 17, da heißt es: Und dann streckte er sich dreimal über das Kind und rief zu Jehova und sprach: O Jehova, mein Gott, lass bitte die Seele dieses Kindes in ihn zurückkehren. Schließlich hörte Jehova auf die Stimme Elias, so dass die Seele des Kindes in ihn zurückkam und er lebte auf. Zusammenfassung: Der Mensch ist als Ganzes eine Seele, die zusammengesetzt ist aus Geist, Seele und Leib. Er hat eine Seele, die sich als seine Persönlichkeit zeigt. Mit der Seele kann der Mensch lieben, einen Plan verfolgen, Gebete zu Gott sprechen und so weiter. Die Seele ist mit dem Körper verbunden und verlässt diese mit dem Tod. Jetzt kommt ein kleines Video, Erklärvideo von Crosspaint. Ich habe gefragt, ob ich das mit einbinden kann, und sie haben freundlicherweise dazu auch Ja gesagt. Also braucht der Mensch einen Körper, um vollständig zu sein. Und das bedeutet zusammengefasst: Der Körper ist der materielle Teil des Menschen, Gott gewollt, gut und essentiell für unser menschliches Dasein. Der zweite Bestandteil des Menschen ist nicht materiell oder stofflich. Gott hauchte in die Nase des Menschen den Odem des Lebens. Der Mensch ist also mehr als nur Körper. Er hat eine unsichtbare geistige Komponente, dadurch, dass Gott einen Odem, das heißt einen Wind, einen Geist des Lebens in ihn hauchte. Und ohne diesen Geist wäre der Körper einfach leblos, tot, sagt Jakobus 2. Dies sind also die beiden Hauptbestandteile des Menschen. Wenn der Mensch stirbt, sagt Prediger 12, kehrt der Staub zur Erde, so wie er gewesen ist, und der Geist zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Und das ist der Unterschied zu den Tieren. Ihr Geist geht nicht zu Gott, weil er nicht von Gott kommt, sondern von der Erde. Okay, Gott hauchte also den Geist in den Körper und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und jetzt könnte man fragen, ob der Mensch aus zwei oder drei Teilen besteht. Und die Antwort ist: beides. Und man kann es an einem biblischen Bild erklären. Der Körper wird der Tempel des Heiligen Geistes genannt. Wie sah der Tempel aus? Es gab einmal den Vorhof und dann den Tempel. Okay, also zwei Teile. Allerdings war der innere Teil auch nochmal unterschieden in das Heiligtum und das Allerheiligste. Also drei Teile. Es kommt ein bisschen auf die Betrachtungsweise drauf an. Und das Problem kommt daher, dass Seele und Geist fast austauschbar verwendet werden in der Bibel. Beide zeigen fast dieselben Merkmale. Der Geist beschreibt das innere Leben des Menschen in Verbindung mit Gott, während die Seele dasselbe Leben beschreibt in Verbindung mit dem Körper und der stofflichen Welt. Der Geist ist also der unsichtbare Teil des Menschen, der durch den Heiligen Geist auf Gott schaut, und die Seele ist auch nicht materiell, aber schaut auf die Erde und berührt die Außenwelt durch die Sinnesorgane des Körpers. Um das Bild des Tempels zu benutzen: Der Vorhof war der sichtbare Teil und im Allerheiligsten traf man sich mit Gott, und das Heiligtum war der Raum dazwischen. Okay. Lieber Kursschüler, du hast jetzt auf jeden Fall eine Alternative anhand der Bibel vorgestellt bekommen. Denke weiter darüber nach und sei kritisch. Auch kritisch meinen Erkenntnissen gegenüber. Dein Glaube soll sich allein auf die Heilige Schrift stützen. Gott wird es dem Aufrichtigen gelingen lassen. Nun weiter im Kurs. Mit Toten in Kontakt treten ist einfach verboten, ganz gleich, ob es ein Weiterleben gibt oder nicht. 5. Mose 18, Vers 10 bis 12 ist da ganz eindeutig, und es ist auch eine gute Stelle, die hier die WTG angeführt hat. Kommen wir jetzt zum Video, welches vorstellen soll,
was die Bibel lehrt. Dabei möchte ich dich, lieber Kursschüler, fragen, was hat die WTG dabei vergessen? Das heißt hier, in welchem Zustand befinden sich die Toten? Fast alle Religionen lehren, dass ein Teil des Menschen nach dem Tod weiterlebt. Aber was lehrt die Bibel? Gott erschuf den ersten Menschen, Adam, aus Staub. Er hätte ewig leben können. Aber als er Gott bewusst ungehorsam war, wurde ihm gesagt, er werde zum Staub zurückkehren, aufhören zu existieren. Was ist mit all den anderen, die nach Adam gestorben sind? Als Jesus erfuhr, dass sein Freund Lazarus gestorben war, sagte er nicht, Lazarus sei jetzt im Himmel. Er sagte, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Was meinte er damit? Genau so wie jemand, der tief schläft, nichts tut und nichts um sich herum mitbekommt, so sind sich auch die Toten nicht des Geringsten bewusst. Ist dir auch aufgefallen, dass der Mensch gar nicht den Geist Gottes eingehaucht bekam? Hier wird nur von dem Staub gesprochen. Das Entscheidende für das Weiterleben nach dem körperlichen Tod wurde einfach unterschlagen. Wenn du jetzt Prediger 3, Vers 20 aufschlägst, sollst du wissen, dass das Predigerbuch eben die Weisheit weitergibt, welche unter der Sonne zu erkennen ist. Deshalb kann das hier Gelesene nicht als Abschlusswahrheit bewertet werden. Die nächste Bibelstelle ist Johannes 11, 11 bis 14, bei dem der Herr Jesus sagt, dass Lazarus schläft. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Diese Stelle zeigt mir nicht zuerst den Zustand der Toten, sondern die Kraft des Herrn Jesus. So wie ein Mensch einen Schlafenden aufwecken kann, so kann der Herr Jesus einen Toten zum Leben bringen. Er weckt ihn nur auf. Im Übrigen hat ein Schlafender ein Bewusstsein. Er kann zum Beispiel auch träumen. Er hat zwar keinen Einfluss auf die Welt um ihn herum, aber er ist noch existent. Soweit für heute. Du hast sehr viel Information bekommen. Wenn es dir gelingt, dann schau dir meinen Dreiteiler noch an, um weitere Impulse zu diesem Thema zu bekommen. Die Filme heißen Die Seele des Menschen, Der Mensch und der Tod, Der Mensch und die Ewigkeit. Gerne kannst du mir per Mail schreiben und deine Fragen sowie Entgegnungen sagen. Ich möchte so schnell wie möglich antworten. Sei Gott und seiner Gnade anbefohlen. Tschüss.